Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, bitte um Vergebung, wenn mir nicht sofort alle Informationen einfallen wie jetzt zu Saturn. Jetzt muss ich doch ein drittes Video machen. Im Deutschen kennen wir das Wort Ster. Ster ist ein Holzmaß und kommt sehr wahrscheinlich von Saturn und das meint hoch, also von stur. Dann gibt es noch das Tier, das ist der Stier. Das dürfte auch von Ster, von hoch kommen. Dann haben wir die Steiermark, die Steiermark. Das kann entweder für die hohe Lage kommen, also wenn man über den Wechsel oder Semmering kommt, kann aber auch sich auf die Vegetation, karg, öd, beziehen. Denn Saturn steht astrologisch gesehen für das Sternzeichen Steinbock, für das 10. Haus. Und in der Esoterik finden wir, also Esoterik, wir finden immer wieder den schwarzen Ziegenbock als das Symbol Saturns. Spannend, ich habe den schwarzen Ziegenbock auf der Innenseite des Innenhofes im Zisterzienserstift Heiligenkreuz gesehen am Turm. Also wenn ihr in den Innenhof mit den großen Platanen hineingeht und schaut auf den Turm, dann seht ihr oben den schwarzen Ziegenbock. Ein interessantes kirchliches Symbol. Aber es würde natürlich passen, weil in jeder Kirche Satan als Gott verehrt wird. Wenn wir uns zum Beispiel das griechische Wort Astra für Stern anschauen und das deutsche Wort Stern oder das amerikanische, das englische Star, ja, dann haben wir überall das S-T-R drinnen, also Saturn, Satyr. Also das heißt, unser Wort für das, was da am Himmel oben ist, die Sterne, ja, steht ja auch für Saturn. Also dieser Saturn-Mythos steckt unendlich tief in uns drinnen. Es ist diese ewige Traurigkeit der Reptos, dass ihre Sonne erloschen ist und zum braunen Zwerg degradiert wurde und sich jetzt irgendwo links hinten in unserem Sonnensystem einreihen musste. Wenn ihr euch einmal die Ringe des Saturn näher anschaut, dann wird euch auffallen, dass über die Jahrzehnte hinweg, also im Vergleich zu älteren Aufnahmen, sich diese Ringe deutlich verändert haben. Bitte, wie soll das funktionieren? Wie geht das? Und vor allen Dingen, woraus bestehen diese Ringe? Was noch interessanter ist, und ich schaue, dass ich dann einen Link noch anschließe, dass diese Ringe offensichtlich von x-tausende Kilometer großen Raumschiffen aufgetragen werden, künstlich aufgetragen werden. Für mich ist Saturn nichts anderes als jene quantencomputerartige Sendeanlage, welche diese Matrix hier auf der Erde kontrolliert und der Transformator vor der Haustüre ist quasi der Mond, der zugleich auch angeblich das große Seelengefängnis sein soll, wenn wir Goyim auf unsere nächste Inkarnation wieder als Sklave auf diesem Planeten vorbereitet werden. Ende.